Ein wunderschöner sonniger Tag, Mitte Februar, wir haben ungefähr 10 Grad und dieses Wetter ladet einfach dazu ein, etwas im Garten zu machen. Ich habe da zum Beispiel was bei den Hochbeeten zu erledigen, da gehören jetzt zum Beispiel zwei wieder aufgefüllt und da nehme ich euch mal mit, was ich da alles mit reinwerfe, damit hier die Erde wieder vital wird, damit ich wieder gesunde Pflanzen mit anbauen kann. Also von daher hole ich erstmal die ganzen Utensilien und nehme euch da jetzt erstmal mit. Füllmaterial bzw. auch der Dünger für das Hochbeet ist jetzt angeschafft. Ich habe jetzt hier 4 große Bokashi-Eimer und ein bisschen Pferdemist. Also zum Bokashi habe ich ja schon einige Videos gemacht, warum ich den nutze. Bokashi ist eine Milchsäurefermentation und da tue ich halt sämtliche Küchenreste damit rein. Auch gekochte Sachen, die meine Eltern zum Beispiel essen, auch Knochenreste, Fleischreste, alles mit rein. Natürlich ist auch sehr wichtig die Obstkomponente, damit halt dort die Mikroorganismen ja da was zum Fressen haben. Und weil ich ja Rohköstler bin, ist es da so ziemlich gar kein Problem. Ich esse momentan genug Orangenschalen bzw. mache einen Saft auch draus und die landen dann auch alle da mit rein. Die kommen dann als erstes ins Hochbeet rein, damit halt hier die Mikroorganismen schon mal sich ins Hochbeet einfinden können und hier die Pflanzen dann später zum Wachstum mit anregen können. Da kann ich auch nur helfen, ein paar Mal Esche zum Beispiel empfehlen. Die großen Bokashi-Eimer zum Beispiel, da habe ich auch Videos dazu gemacht, warum ich jetzt die nutze. Die haben jetzt kein Loch, wo man halt die Flüssigkeit mit absieben kann. Die soll aber sowieso mit ins Hochbeet rein. Und dann kommt da oben auf dem Bokashi dann mit der Pferdemist drauf. Den habe ich von einem Bauernfreund hier aus meiner Region. Wichtig bei dem Pferdemist ist, dass die Pferde auch richtig gut gehalten werden. Also informiert euch auch, fragt die Leute, wo er, wenn ihr den Pferdemist von jemandem nimmt, wie die Pferde gehalten werden, welches Futter die bekommen. Bekommen sie regelmäßige Medikamente, solche Sachen halt. Und wenn sie halt kürzlich entwurmt worden sind, dann will ich halt jetzt nicht unbedingt gleich den frischen neuen Pferdemist nach der Entwurmung zum Beispiel nehmen, sondern sich halt da die Information machen, damit ihr nicht unbedingt irgendwelche Medikamente, Rückstände oder sonstige chemischen Sachen bei euch mit ins Hochbeet reinwirft. Von daher würde ich sagen, ziehe ich mir jetzt erstmal die Handschuhe an. Ich will jetzt nicht unbedingt meine Hände dreckig machen mit dem ganzen Bokashi und dem Mist. Nehme noch die Grabgabel gleich mit und locker gleich mal das Hochbeet mit auf und entferne auch die Pflanzenleichen von den Sellerie. Das sind Avocados und das ist mein Zimmer. Der Pferdemist ist auch schon etwas länger abgelagert, er ist schon über ein Jahr alt. Von daher ist er auch nicht mehr ganz so heiß für die Pflanzen. Erzeugt nicht mehr ganz so viel Wärme. Deswegen habe ich ihn auch gleich über den Bokashi mit eingeworfen und dann darauf meine Komposterde. Deswegen ist ja der Pferdemist nicht so weit unten, da würden die Pflanzenwurzeln ziemlich schnell rankommen. Allerdings, wie gesagt, ist er nicht so ganz so scharf. Deswegen kann ich da auch direkt reinpflanzen, bis ich da die Pflanzen so im März da reinsetze. Dürfte der Mist da überhaupt keine Probleme für die Wurzeln haben. Wenn ihr etwas frischeren Mist habt, innerhalb von 6 Monaten alt ist, dann würde ich das Hochbeet etwas weiter rausnehmen, also die Erde. Und dann in der Mitte von dem Hochbeet diesen frischen Mist reintun. Wenn euch die Wärme, die dann dadurch erzeugt wird, heizt ihr eure Hochbeet auf und dann könnt ihr auch hier schon mal früher eure Kulturen bzw. eure Pflanzen mit aussehen. Beispielsweise könnte ich jetzt schon Radieschen da aussehen, Karotten, rote Beete oder auch wenn ihr schon vorgezogenen Salat habt, dann könnt ihr den auch die nächsten Wochen damit raussetzen. Gleiches Prozedere werde ich auch jetzt hier mit dem Hochbeet machen. Hier wuchs der Mangold, hier hat er auch geblüht, hier kann man den ganzen Rest auch sehen. Da werde ich jetzt einfach den Bokashi mit drauf werfen, ja, genauso wie den Pferdemist und den Kompost, damit ich auch hier schon mal dieses Beet fertig habe zum Bepflanzen. Das waren jetzt die einzigen beiden Hochbeete, die ich befüllen konnte. Bei den anderen sind noch ein paar Pflanzen drin, die ich jetzt auch die nächsten Woche ernten kann. Hier könnt ihr jetzt erstmal Feldsalat sehen. Den habe ich im November ausgesät. Und jetzt bei den warmen Tagen treibt er sehr gut aus. Hier ist fast gar kein Beikraut, sondern reiner Feldsalat. Es ist recht entspannt, auch hier zu ernten. Ja. Währenddessen hier in dem anderen Hochbeet der Feldsalat so ziemlich untergegangen ist bei dem ganzen Beikraut und dem Salaten, den hier wild aufgegangen ist, ist jetzt für mich so eine Art Gründüngung. Da werde ich jetzt mir jetzt nicht so den Aufwand machen, den Salat bzw. den Feldsalat zu ernten. Da, wenn ich dann das Hochbeet da neue Aussaaten bzw. Pflanzungen machen möchte, dann tue ich einfach alles so wie eine Art Gründüngung mit einarbeiten. Und das letzte Hochbeet hat hier jetzt auch nochmal ein bisschen Feldsalat und der Knoblauch, der ein bisschen
hier mit aufgegangen ist. Noch mehr Knoblauch können wir jetzt hier beim Erdbeerbeet auch mit sehen. Ist jetzt alles gut über den Winter gekommen, sind ziemlich groß geworden. Ich dachte eigentlich, die wären so groß gewesen, als dann der ganze Schnee und der Frost damit gekommen ist, aber hat den anscheinend nicht so viel ausgemacht. Ein bisschen Rosenkohl kann ich jetzt auch noch für meine Kunden ernten, aber das ist jetzt nicht mehr so viel und das ist schon mal wieder mal ein gutes Zeichen, dass es mal langsam wieder Frühjahr und Sommer wird, weil ich habe jetzt keine Lust mehr auf diesen kühlen Winter, sondern ich habe mal Bock wieder richtig schön aus dem Garten was zu ernten. Und hier noch zum Abschluss der Salat, der wild aufgegangen ist, wächst hier an der Terrasse, ist ein bisschen geschützter, aber auch wärmer wegen der Hauswand. Und der wächst schon seit November, ist der aufgekeimt und hat den ganzen Winter gut überstanden. Und hier kann man jetzt immer wieder mal ein paar Blätter abzupfen für einen Salat oder ähnliches. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Macht mir immer wieder Spaß im Garten, jetzt wieder mal endlich was nach den ganzen kalten Monaten zu tun, hier eine fruchtbare Ernte aufzubauen, damit man hier schon die ersten Aussaaten dann auch bald tätigen kann, um wieder die neuen Ernten im neuen Jahr frisches Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten zu ernten. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr bereits im Garten gemacht habt, beziehungsweise ob ihr überhaupt schon was angefangen habt oder auch schon mit der Aussaat begonnen habt. Interessiert mich wirklich sehr. Gerne auch einen Daumen nach oben geben, wenn dir das Video gefallen hat. Kanal kostenlos abonnieren. Video auch gerne an Freunden, Bekannten und Familie teilen. Und schau auch gerne auf meine Webseite vorbei, ist auch unten verlinkt für weitere Inhalte von meinem Projekt. Weitere Social Media Kanäle findest du da auch zum Beispiel verlinkt, zum Beispiel Telegram, Instagram. Sowie meine Saatgutliste mit über 40 verschiedenen Tomatensorten für die Vorinzucht, die du ja jetzt schon starten kannst mit den Tomaten, Februar und März, optimaler Zeitpunkt. Und auch weitere Kulturen, Salate, Auberginen, Paprika, Chili, Melonen, Gurken, alles kunterbunt da. Durchgemischt, viele verschiedene Sorten, die ich habe, gerne da auch vorbeischauen, sowie auf meinem Shop, wo ich zum Beispiel Sauerkraut und weitere Fermente und eingekochte Sachen für euch anbiete. Auch Kurse und Coachings bezüglich der Permakultur könnt ihr da auch zum Beispiel finden, um von meiner Expertise zu profitieren. Falls du nicht genug von diesem Kanal hast, werde ich noch an der Endkarte noch ein Video verlinken, wie du zum faulen Gärtner wirst und hier wunderbare, schöne, fruchtbare Erde aufbaust. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in dem nächsten Video bezüglich der Permakultur oder auch Gesundheit zur schleimfreien Heilkost und Rohkost.